Ich habe gerade irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Irgendwas mit dem Acker. Dass nach so und so vielen Tagen irgendwas ist. Ha, da rennt mir noch einer weg. Das Portal ist halt sehr dicht dran. Das ist das Problem gerade mal. Ist halt wirklich dicht dran. Da würde ich gerne Landwirtschaft betreiben. Das hier kann meinetwegen außerhalb sein. Machen wir hier eine Mauer? Nee, hier eine Mauer, hier eine Mauer. Hier eine Mauer? An sich hätte ich hier hinter gerne eine Mauer, aber es geht halt nicht. Machen wir hier eine Mauer. Vorbei. Machen wir hier eine Mauer. Es werden jetzt zwei Stück, aber es ist okay. Genau, jetzt lade ich noch nicht auf, weil hier noch eine, weil die zweite Aufladung noch nicht halb runter ist. Wenn ich das nächsten Tag auflade, dann bekomme ich quasi anderthalb Aufladungen raus, statt nur einer. So. Ich muss unbedingt für Katapulte sorgen. Womit ich hoffe, dass die Bogenschützen gleich mal hier vorne sind. Ja. Schneller bauen. Ja. Lass es erstmal bei dieser Stärke hier. Da kommen sie angerannt. Oh, so viel Geld. Ich hoffe, die rennen auch gleich mal nach vorne hier. Da kommen sie. Also ganz gemütlich. Oh. Ja, jetzt rennen sie los. Jetzt wollen sie es wissen. Okay. Tja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier sich entwickelt. Mal ganz ehrlich. Ich kann das jetzt noch nicht genau sagen. Ich hoffe mal, das geht. Ich hoffe mal, also im Moment, wenn wir die Blutnacht, wenn wir den Blutmond schon überstanden haben, dann sollte das hier auch kein Problem sein. Aber mal ganz ehrlich, man weiß hier echt nicht. Manchmal fühlt man sich sehr sicher und dann plötzlich passiert irgendwas total unerwartet Schlimmes und dann, es kann manchmal sehr viel schneller gehen, als man sich das vorstellt. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit hier. Habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht. Wobei ich halt immer noch nicht weiß, wie schwierig das, sag ich mal, jetzt hier noch ist. Bei dieser Version des Spiels. Da kommt bisher nur einer raus. Das ist sehr wenig. Ich hätte gerne sehr viel mehr. Das ist mir eigentlich zu wenig. Mache ich hier noch... Boah. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch einen Turm hinbauen will. Eigentlich gerne. Weil so weit wie das nächste hier alles weg ist, ja, wahrscheinlich ist es sinnvoll. Und ich muss mich von der linken Seite irgendwie ranarbeiten hier. Also von hier, von der nächsten Lichtung aus. Dass ich von hier aus irgendwie das wegbeseitige. Ha. Das wird für die Handwerker wird es sehr blöd sein, hier hinzukommen. Das wird aber richtig blöd. Die Armen. Und ich müsste nochmal weiter nach links. Was da noch los ist. Okay, da ist noch jemand Neues. Huh. Trotzdem sehr wenig neue Leute, die ich gerade habe. Das bedrückt mich ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie ein Problem wird. Dass das hier Schwierigkeiten bringt. Huh. Das ist alles okay, was sie machen. Ich habe so mit... Gut, ein paar Leute habe ich hier mittlerweile. Machen wir hier noch so einen Hammer hin. Dann haben wir das auch. Okay, da wird die Steinwand raus. Noch mehr Bogenschützen. Weil mir im Moment echt die Leute fehlen. Ist echt schlimm. Aber hier rechts, genau, hier sind sie jetzt dabei, hier rum zu handwerken. Im Moment können, glaube ich, nur zwei Stück hier rumackern, meine ich. Das wird mehr, wenn wir das hier ausbauen. Das werde ich gleich hoffentlich mal machen. Wenn ich denn dran denke. Das sieht sehr albern aus. Ja. Jetzt habe ich die Aufladung verpasst. Schade. Habe ich leider vergeigt jetzt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich nur außerhalb der eigenen Mauern jagen gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich befürchte es mal. Aber ich glaube, wobei drinnen... Ja, drin haben sie auch schon gejagt. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das passiert ist. Oder ob das mehr oder weniger Zufall war, weil zufällig jemand in der Gegend war. Weiß ich gerade mal nicht. Hat es jetzt doch wieder zwei aufgefüllt? Okay. Sah gerade zumindest so aus.
Jetzt ist natürlich kein Handwerker hier außen. Und es wird schon wieder dunkler. Ich hätte da gerne eine Steinmauer außen. Genau. Aha. Man könnte zur Sicherheit hier noch einen Turm hinpacken. Das mache ich gerade mal nicht. Katapultisch mal sehr, sehr gut. Auch wenn das sehr langsam ist. Ah, ah, Geld, 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 sehr gut. Oh ja. Die Felder machen sich bezahlt. So langsam. Okay, jetzt ist offizielle Nachtanruf. Jetzt rennen sie da halt hin. Um den Krams. Um die Stadt zu verteidigen. Das heißt aber, es ist relativ früh, ne? Es ist jetzt die 8. Nacht oder der 8. Tag. Das heißt, ich werde mal versuchen, ob ich das Portal da, das eine rechts, relativ flott zu beseitigen. Das wäre sehr angenehm, dass ich da irgendwie ein paar Ritter hinschmeiße. Oder machen die den Krams mal? Okay, da kommt Gegner. Kann er mal den da abschießen? Ja. Au. Okay, ist nicht schlecht. Den habe ich nicht gesehen. Ich wollte nur mal gucken. Yay, Münze. Wiederbekommen. Ich müsste die hier wahrscheinlich ausbauen auf der linken Seite, dass die hier zu zweit schießen. Ja, machen wir das. Haben wir zwar weniger Leute, aber meine Güte. Wenn wir dadurch sicherer sind. Da ist echt nur einer, das irritiert mich. Huh. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich muss gleich nochmal zur linken Seite hingehen. Ob der eine Baum, den ich da weghauen wollte, ob der mittlerweile schon weg ist. Keine Ahnung. Dass ich da den Wald von der linken Seite aus ein bisschen abholze, dass man da so ein großes freies Gebiet hat. Ja, das wäre sehr praktisch. Okay, rechte Seite wollte ich, ne? Genau. Ich habe zu wenig Leute gerade. Das merkt man daran, dass hier nur drei Bögen sind und zwei Sensen. Dass ich nicht genug neue Leute hier reinbekomme. Ich weiß nicht, ob es eine Priorität gibt, quasi welches Werkzeug zuerst genommen wird. Ich glaube nicht. Ich meine, es wird einfach das genommen, was gerade mal am nächsten ist, meine ich. Was ich nicht unbedingt so cool finde. Aber, ja. In dem Sinne kann man hier nicht viel einstellen. Muss man da mal festhalten. Es geht. Man kann den Leuten halt Geld hinschmeißen, aber die Sachen, die man bereits gemacht hat, die vorhanden sind, da kann man echt nicht viel dran einstellen und machen und ändern. Leider nicht. Es ist halt, es würde eine komplett andere Steuerung brauchen. Beziehungsweise es würde dann erheblich komplizierter werden. Wie gesagt, das zeichnet sich ja gerade durch diese sehr, sehr simple Variante aus. Ich habe hier die ganze Zeit, wie gesagt, das ganze Spiel steuere ich quasi mit einem Finger, der auf den Pfeiltasten liegt, auf der Tastatur. Das war's. Geld? Geld? Ja, siehst du mal, der hatte doch eben Krams hier, ich wollte gerade sagen. Okay, da haben wir hier so einen Schießbudenverein. Ja, dankeschön. Wann schicke ich die mal? Wobei, das geht ja schnell. Da brauche ich da gar nicht mal auf den nächsten Tag warten. Wobei, ich warte mal auf den nächsten Tag, bis ich die losschicke. Okay, hier wurde eine Sense genommen. Bögen sind noch da. Ich könnte noch einen zweiten machen, ne? Wobei, jedes Ding, was ich mache, sorgt dafür, dass ich letztendlich auch weniger Bogenschützen habe. Weniger freie Bogenschützen, weniger Jäger. Das ist ein bisschen nachteilig. Hat es letztendlich wieder damit zu tun, dass ich zu wenig Leute habe. Beziehungsweise, es sind nicht zu wenig, aber es sind halt weniger, als ich will. Ja. Oh, Geld. Oh ja. Das Geld, was die aus dem Turm schmeißen, ist normalerweise Geld, was sie vorher noch dabei gehabt haben, als sie noch Jäger waren und noch nicht auf dem Turm geparkt waren. Ich gehe gerade mal zur falschen Zeit hier hin. Ja, nee, ich gehe hier nicht hin. Nächster Tag, hoffentlich. Aber nicht, wenn es dämmert. Das wäre relativ doof. Zwei Leute hier sind schon mal gut. Das ist schon mal sehr viel besser als nur einer. Das heißt, es werden weniger Leute bei dem Tor ankommen. Was jetzt auf dieser Seite jetzt nicht ernsthaft wichtig wäre, dass es wirklich viel weniger wird, weil das hier relativ okay verteidigt ist.
Man könnte hier die Mauer noch weiter ausbauen, was ich wahrscheinlich auch bald machen werde. Achso, okay, das ist noch ausgeschrieben, aber es ist noch nicht benutzt, ja. Also da ist noch kein Ritter vor Ort. Ah, ist ein ganz schön weiter Weg hier, ne? Ein ganz schönes weites Feld oder ein ganz schön weites Stück, was hier quasi, was uns gehört oder was eingemauert ist oder eingezäunt ist, aber wo quasi nichts passiert. Das ist wirklich ein weites Stück. Okay, warte mal. Das machen wir gleich. Ich werde dich gleich mal losschicken hier. Achso, der Kerl hatte das fleißig aufgenommen hier. Die Mauer kann ein bisschen verstärkt werden. Ist halt die äußerste Mauer hier. Und los mit euch, Kinders. So, dass das Ding mal kaputt geht. Ich hoffe mal, der ist gestärkt genug. Ja, der will nichts mehr haben. Ich hoffe mal, das geht. Im Moment, ich bekomme erstaunlich viel Geld, beziehungsweise angenehm viel Geld. Dafür das. Achso, guck mal. Ich glaube, es fehlen Handwerker. Okay, sobald man es angreift, geht es erstmal kaputt. Ich meine, geht es an. Okay, die zielen aber natürlich wie junge Götter. Okay, da hat es wieder aufgenommen. Geil. Das sieht gut aus. Da kommen sehr wenige raus. Es mag an der Nacht liegen, an der Nachtmenge. Das ist super. Das ist gleich kaputt. Das ist super. Super. Das ist gleich Quatsche. Ja. Und da hört man auch noch, dass das Geräusch ist. Das hört man über die ganze Map, wenn so ein Ding kaputt geht. Hier auf der rechten Seite ist noch ein weiteres Portal. Was gar nicht mal so weit entfernt ist. Da ist es. Und danach, keine Ahnung, wie es danach weitergeht. Ist es gerade angegangen? Nee. Hä? Ich werde mal schauen, dass ich das Portal da mal auch benutze, dass ich das ausbauen lasse. Weil von hier nach ganz links ist der Weg schon ziemlich weit. Mal ganz ehrlich. Wenn ich das dann aufgebaut habe, kann ich da quasi eine Direktverbindung zu einem anderen Portal aufmachen, dessen Position ich selbst bestimmen kann. Ach, die schießen... Von oben schießen die, glaube ich, nur auf Rehe. Auf Kaninchen, glaube ich nicht. Warum auch immer. Kein Blassenschimmer. Vielleicht, weil so ein Jagdposten eher zu einem Reh passt als zu einem Kaninchen. Keine Ahnung. So ein typischer Hochsitz. Ich weiß es nicht. Zumindest machen die das so. Und ich weiß nicht, warum das jetzt so dunkel ist. Warum hier die Stimmung so komisch ist. Nacht ist ja eigentlich, oder sollte eigentlich nicht sein. Wobei ich mir auch nicht sicher bin. Und ich muss vor allem mal rausfinden, ob auf der rechten Seite noch ein weiteres Zeltlager ist. Weil ich brauche Leute. Ich habe zwar welche, aber ich brauche Leute. Na doch, es ist Nacht. Das kann man auch am Grillenzirpen hören. Und wo gegrillt wird, wird auch gezirpt. Fangen wir damit mal an. Sonst kommen wir da nie zu. Wobei ich nicht weiß, ob es quasi zwei Gewinnsituationen... Hier sind vier Leute jetzt. Ob es zwei Gewinnsituationen gibt im Sinne von entweder ich mache alle Portale kaputt oder aber ich... Aha! Hallo! Oder ich setze aber die Segel. Weiß ich gerade aber nicht. Kinders, wenn ihr jetzt... Ach nee, Blut... Na, Blutkrams. Ja, toll. Geil. Geil! Und ich mache hier Krams. Sehr gut. Und ich habe noch immer keine größte Mauer. Ich kann das. Ja, die vier Leute werden kaputt sein da. Okay, das, was jetzt letztendlich hier ankommt, ist bisher nicht viel. Weil man sieht halt, wie gut die Türme das schon mal vorarbeiten. Ne? Das ist das schöne Teil hier. Es werden halt mehr. Also sind das, sag ich mal, so mindestens 10 Leute weniger angekommen hier. Einfach nur, weil hier draußen ein paar Türme sind. Gehe ich mir ganz stark von aus. Okay, das ist noch ein Vieh. Was mir aber nichts kann. Ja, doch, okay. Die vernichten die Leute, glaube ich, komplett. Also ein bisschen sehr, sehr böse. Die rennen dann, glaube ich, nicht mehr weg.
Die werden einfach aufgemampft. Hallo, Marke, wo was haben wir? Huh. Okay, der haut noch ab. Feigling. Mal ganz ehrlich. Feige Type da oben. Was auch immer das sein soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Irgend so ein Schleimklumpen halt. Der ist immer noch nicht weggehauen, der Baum. Schade. Huh. Habe ich... Ich werde mal weiter nach links gehen. Weil ich meine Ausdauer mal behalten sollte. Ich werde mal langsam gehen. Hier wird irgendwann ein Portal kommen. Die rechte Seite ist ja zumindest ein bisschen schon mal gefestigt im Sinne von ein Portal schon mal weg. Man könnte gucken, dass man dann noch das zweite auch noch weghaut. Meine richtige Verluste haben wir ja nicht gehabt, was schon mal sehr, sehr gut ist. Ich bin mir nicht sicher, wie das dann da... Ob da ganz, ganz rechts dann nochmal was ist. Okay, hier sind noch weitere Leute. Mitnehmen. Habe ich das Portal übersehen jetzt oder was war da los? Ich habe das links, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ne, hier ist eins. Aha. Ach, und hier ist dann... Ist da noch ein großes? Ne. Ist das ein Portal? Soll das ein Portal sein da links? Ne, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das sehe anders aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall später auf die rechte Seite. So viel ist jetzt schon mal festgelegt. Das heißt, es wäre sinnvoll, auf die rechte Seite zu gehen. Beziehungsweise sich nach rechts auszubreiten, was wir auch hier auch machen. Das heißt, wenn ich nach rechts das weitere Portal auch noch weghaue, ist das für mich schon mal sehr vorteilhaft. Weil ich dadurch, naja, ich darf eigentlich, oder ich brauche gar nicht, also ich, sagen wir es mal so, ich weiß, dass ich jetzt zur linken Seite mehr Türme aufbauen sollte, weil die Hauptgefahr ab einem gewissen Punkt von links kommt, weil ich von rechts alles beseitigt habe. Das heißt, guck mal, jetzt hat er es geschafft. Sehr gut, oh, schön. Okay, das war, glaube ich, ein Geräusch, das ein Portal geöffnet hat, kann das sein? Ich bin nicht sicher. Ich renne mal weiter hier. Also man kann schon ein bisschen auf die Geräusche achten. Da erfährt man schon ein bisschen was über seine Gegend. Ist halt blöd, dass unsere Menschenquellen... Ach nee, was? Schon wieder? Was ist das jetzt hier? 11. Nacht? Schon wieder? War nicht vorletzte Nacht erst hier Blutmond? Ich meine, ne? Ne, oder letzte sogar? Wie war es vorletzte? Ich habe keine Ahnung. Hier aufbauen den Kram. Einfach mal so. Und vor allem die Türme dann halt stärken. Wenn noch nicht jetzt sofort. Aber mehr Türme auf die linke Seite. Mein noch ein Hammer. Ich mach noch einen Hammer hier. Handwerker kann man nicht genug haben. Huh. Wo ist das denn dann? Ist das hier auf der rechten Seite? Da sind meine Leute, die hoffentlich nichts zu befürchten haben. Okay. Scheint ja alles funktioniert zu haben. Nochmal eine Aufladung hier hinterher. So, und die Leute... Der hat noch alles, ne? Hat er noch alle? Der hat sie noch alle. So, und nochmal los. Weil. Einfach weil. Ich habe genug Geld. Ich will gar nicht mehr Geld haben, weil man sieht, es fällt schon runter. Okay, das ist fertig. Benutze ich gleich. Glaube ich zumindest.